Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LernStv natürlich mal wieder. Und ihr könnt es euch denken, unser SK Sturm hat verloren 0:1 zu Hause gegen Rapid. Grausames Spiel unterm Strich, gerade die erste Halbzeit, Frechheit. Ich weiß, ich habe gepredigt nach dem Hartberg-Spiel, bisschen Geduld. Das wird schon, das wurde heute aber nichts. Also gerade die erste Halbzeit für mich eine absolute Schande für den Club, weil ganz ehrlich, keine Torschance, also in meinen Augen keine vernünftige Torschance. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren verbessern, falls ihr es anders gesehen habt, aber ich habe keine richtige Möglichkeit gesehen. Eine möglicherweise Elfmeterszene, wo Barley von Strebinger umgeschnitten wurde, aber ja, unterm Strich nichts Gefährliches im puncto Torabschluss, so wirklich bei unserem Blackies. Bei Rapid eigentlich auch gar nicht so viel, die haben uns aber trotzdem von Anfang an relativ souverän reingedrückt, ohne jetzt wirklich extreme Offensivpower zu erzeugen, aber es hat gereicht. Wir natürlich Parsi, so wie man es den letzten Spielen auch gewohnt war, und ja, ich für meinen Teil habe die Schnauze voll von Defensive. Also allein nach der Melich-Ära ist man da sowieso schon ein bisschen geschädigt, aber heute für mich ja richtig, richtig frech das Ganze. Rapid dann auch nach knapp 20 Minuten nach einem indirekten Freistoß von unserer Seite aus gesehen. Halbrechten Seite, und dann steht Schwab dort und sein Fuß ja passt halt dann genau zwischen Ball und Stange, und der Ball ist drin, 0:1. Das war übrigens dann auch der Siegestreffer bereits, und unsere Black ist im ersten Durchgang eigentlich in der Offensive nicht präsent gewesen. Zweite Halbzeit, man hat es ein bisschen mehr probiert. Wenn man irgendwas Positives rausziehen will, dann doch eher die zweite Hälfte, die trotzdem schwach war, aber trotzdem hat man es ein bisschen versucht. Aber im Abschluss gab es lange Zeit gar nichts. Also Lightgap, der nach einer Flanke den Ball verpasst, also in Minute 50 rum gleich nach der Pause. Danach wieder Leerlauf, wenn es was gab, eher Sturm. Rapid aber in der Zwischenzeit mit einer Riesenmöglichkeit zum 2-0. Ich weiß nicht, welcher Spieler. Also der Schuss geht dann an die Latte, Minute 52, danach unsere Blackies zwar wieder bemühter, große Torchancen gab es aber weiterhin nicht. Nach einer knappen Stunde Ecke für Sturm, Barley mit dem Kopfball, der knapp drüber ging, ging dann wieder ein bisschen Leerlauf. Sturm bemüht, wie immer, aber trotzdem ungefährlich zum größten Teil. Erste Minute 77, wieder ein gefährlicher Abschluss. Michael John Lehmer, der Aluminium trifft, da hatte er Pech zugegeben, aber trotzdem, die Rapidler ja, mussten eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel machen, außer richtig stehen. Unsere Blackies auch zeitweise, wie gesagt, schon im ersten Durchgang, aber auch in der zweiten Halbzeit mit katastrophalen Flanken, wo man sich wirklich fragt, was die ganze Woche über trainiert wird. Ansonsten ja, von Rapid offensiv nichts mehr. Die letzten Minuten Sturm weiterhin bemüht. Es gab auch die ein oder andere strittige Szene im Strafraum. Da kann man diskutieren, vielleicht Handspiel, vielleicht nicht. Auf jeden Fall haben unsere Blackies mit dem Schiri an der Stelle überhaupt kein Glück gehabt. Der hat eigentlich nur in Richtung Wien gepfiffen, wobei ich dem Schiedsrichter jetzt nicht die Schuld dafür gebe, dass wir verloren haben. Aber ja, der hat uns auf jeden Fall im Spielfluss auch nicht gerade weitergeholfen. Ansonsten ja, die Schlussphase relativ schnell erzählt. Man probiert. Die einzige Möglichkeit, die rausspringt, ist wieder ein Kopfball von Barley, wo Strebinger den Ball über die Latte lenkt, und dann war es das auch. Rapid gewinnt 1-0 in Graz. Unsere Blackies heute auf fast ganzer Linie enttäuschend, wie ich finde. Und wenn man sich gerade in der Offensive da nichts anderes einfallen lässt, dann ja, sehe ich schwarz für die kommenden Wochen. Bevor wir das Video beenden, heute noch zwei Gäste aus Deutschland bei mir, der Sven und der Frank. Wir machen da ganz nebenbei auch kooperationstechnisch bald was, aber dazu erfahrt ihr in den nächsten Videos irgendwann dann mehr. Auf jeden Fall würde ich gerne eure Meinung noch hören. Ihr kommt ja eigentlich aus Deutschland, seid ja Supporter von Schalke 04, was ich weiß. Danke, Schalke-Fan, und ich bin Bochum-Fan. Okay, also aus dem Ruhrgebiet, genau. Ja, wenn ich es richtig verstehe. Also, eure fachmännische Meinung ebenso frisch aus Deutschland eingereist. Was sagt ihr zur Partie heute? Ich hätte mir lieber einen Sieg gewünscht für unseren SK Sturm. Aber ich bin auch nicht böse, aber echt schwach. Erste Halbzeit, genauso wie in der zweiten Halbzeit, etwas mehr vorankommen. Definitiv. Im September bin ich auch nochmal mit dem Frank hier vor Ort. Und erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch an die Brigade. 25-jähriges Jubiläum. Glückwunsch erstmal. Und dann sehen wir mal weiter, wie wir dann nächste Mal hier runterkommen. Weil wir haben morgen 18 Stunden Zufahrt vor uns, extra aus Deutschland. Ja, dann schauen wir mal, was wir noch machen heute und morgen. Danke Sven. Frank, was sagst du zum Spiel? Erste Halbzeit komplett unterirdisch. Ich habe meine Mannschaft nicht wiedererkannt.
In der zweiten Halbzeit haben wir zwei gute Torchancen, die wir selber rausgespielt haben. Wir haben dann zwei Szenen, wo ich finde, wir müssen den Elfmeter kriegen. Der wurde uns nicht gegeben. Nichtsdestotrotz möchte ich dem Schiedsrichter jetzt nicht alles ankreiden. Das liegt auch viel an der Mannschaft. Und ja, ich hoffe, dass in den nächsten Wochen wieder bergauf geht und wir uns in SK Sturm wieder gewinnen sehen. Danke. Also, so viel eben auch zu unseren fachmännischen Meinungen heute von unseren Gästen aus Deutschland. Und ja, von dem her kann ich mich natürlich dann auch nur mehr verabschieden. Ihr schreibt mir natürlich wie immer gerne in die Kommentare, was ihr zur heutigen Partie sagt. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt, abonniert. Ganz, ganz wichtig, die Glocke aktiviert. Und natürlich jedem, den ihr kennt, davon erzählt, dass wir eben hier den Lenz TV machen und natürlich unseren SK Sturm Graz trotz den wirklich, wirklich sehr, sehr anstrengenden Partien zurzeit weiterhin natürlich die Treue halten. Von dem her war es das dann schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen und bis dann. Immer, immer. Das ist geil.